So, erst überlege ich, ob ich Bella noch einlade. So dachte ich so, nee, als Mutter weiß ich nicht so. Die Mutter, ja, ich weiß, was du meinst, aber rein theoretisch, ich würde nicht meine 50-jährige Mutter mit herschleppen, ne? Ja, deshalb. Aber so gesehen, klar, an sich eigentlich cool, aber ja, ich verstehe es. Verstehe es auch. Egal, oh, manchmal sind kleinere Gruppen viel schöner. Das ist viel verbundener jetzt hier. Oi. Enemy! Oh, the misery. Achso, ich muss euch die Zahlen durchgeben, gell? Genau. Ja. Sieht gut aus, Ladies. Let's go. Okay, mal Jungs auf weiße Tische. Friseur. Natürlich machen wir das. Wir dürfen alles heute. Also wollen wir zum Friseur oder wie machen wir das jetzt? Ja, bitte, ja, bitte. Mach das Auto auf. Wie laufen wir denn hier rum? Hallo, also alle nackig hier. Also wie gesagt, wir müssen uns auch überlegen, welche Bank, ne? Also ich habe gesagt, ich mache nicht hier oben in Palito Bay, also da sollen schon ein paar mehr Leute kommen. Oha, ja. Ja, wenn wir hier oben in Palito Bay machen, da kommt vielleicht Dave und so, aber da kommt doch niemand. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, Staatsbank. Gleich das volle Ding. Ich meine die Staatsbank. Perfekt. Aber das traue ich mich nicht. Dafür bin ich eine zu schlechte Verhandlungsführerin oder so. Wir suchen uns jetzt direkt mal eine Bank aus, bevor wir die Jungs entführen, okay? Weil das Ding ist, ihr seid doch, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was abgeht. Ihr seid doch alle dafür, dass wir in die Stadt gehen, oder? Ja. Also hier oben bringt das, glaube ich, nichts, oder? Ich weiß halt nicht, was könnte man schön ausrauben? Ah, gute Frage. Was ist das hier denn? Aber hat Martin irgendwas gesagt, dass es nicht zu groß werden soll oder sowas? Hat das jemand gesagt? Nein, das ist die Frage, ob Martin das gesagt hat, als du ihn gefragt hast. Warte mal, ich rufe Martin mal nochmal an. Ja, nicht, dass das irgendwie, ne, weil... Nicht, dass da Armin und alles kommen und wir stehen da voll nackig so. Ja, und nicht, dass das Government... Der ist gar nicht da, Junge, Scheiße. Dann, warte, ich kann halt den Vize mal anrufen. Aber ich hab von denen die Nummer gerade gar nicht. Nicht, dass das Government später sagt, Arschlecken. Nee, aber Giuseppe hatte mit dem Vize und mit Martin geredet. Ich weiß jetzt schon, am Ende sind wir alle tot oder im Knast. Pass mal, hat jemand die Nummer von Vize? Wer wird vergewaltigt? Nee, oder? Sehr wohltätig. Deine roten Fans. Dank OnlyFans. Ja, also, das Ding ist, Martin ist nicht da, der Vize wusste jetzt nicht genau, was wir dürfen, was nicht. Er meinte halt, ist halt gerade Sperrzone beim SG und in der Stadt und dann würden wir es besser in Sandy Shores machen oder so. Okay, kriegen wir hin. Ja, Mann, warum ist Martin denn nicht da? Mit Martin könnte ich das... Weil er meinte halt, ansonsten müsste ich beim PD anrufen und beim FAB und müsste denen sagen, dass das bei der Teamleitung. Okay, verstehe. Klingt aber halt auch nichts, weil die Teamleitung wahrscheinlich nicht mit anfahren und... Also das FAB würde anfahren, denke ich. Hier oben, meinst du? Oh Gott, weiß ich nicht. Also nicht, nee, achso, ja, FAB meinte ich, FAB und OU. Oh oh. Was ist das? Oh. Oh Gott. Oh nein. Oh. Ich hoffe, wir werden jetzt als Geisel genommen. Aber nee, okay, hier dürfen wir jetzt gar nicht als Geisel nehmen. Ah nee, da war eine Frau dabei, ne? Oder? Ah nee, doch nicht. Was passiert hier? Die Damen, brauchen Sie Hilfe? Sehen wir so aus, als brauchen wir Hilfe? Ja, vielleicht, keine Ahnung, bei der Farbe ihrer Frisur oder sowas helfen. Nein, ich denke, die Farben stimmen alle schon. Ja, nee, finde ich auch. Sieht wunderbar aus. Aber ich dachte, vielleicht seid ihr hier in so einem Dilemma, weil ihr seid so aus, als würdet ihr in so einem Krisengespräch sein. Oh nein. Wir reden dafür noch ein bisschen. Nee, ihr wisst schon, Mädels und Quatschen. Ja, die haben ich muss sagen, sehr attraktive Frauen. Das ist jetzt nichts, no offense. Also, das ist nur ein Kompliment. Ja, danke. Danke. Wissen wir zu schätzen. Ja. Sind so auffällig, dass wir wieder unauffällig sind. Weg da, komm, schreiben, war bestimmt weg mit euch. Da ist bestimmt gerade Giuseppe. Guck mal, die fahren schon zurück. Wir müssen uns ein anderes Auto holen. Ja, auf jeden Definitiv. Fall. Definitiv. Ah, ich hab ein rosa Auto. Ja. Ouch. Ah, scheiße. Kopfschmerzen. Was ist das für eine Limo da vorne? Da vorne. Das ist Giuseppe, glaube ich. Ist das ein Winster? Das ist Giuseppe. Ganz schnell ausschalten. Wie heißt das nochmal? Schnell. Ich hab's vergessen. Nein, Eddie. Oh Gott. Mach nicht so. Nimm irgendwas auf, sondern komm erst mal irgendwo hin. Wir können mit meinem Fiat 500 fahren. Alter. Aber es ist nur Zweitürer.
Ich meine, das ist aber nur zwei Tiere. Scheiße, der wäre so süß gewesen. Ja. Oh. Guck mal, der passt zu meiner Haarfarbe. Ja, das ist schon. Das Auto wäre mir da. Ja, warte. Sehr gut. Oh, nur zwei Türen. Das ist doch perfekt. Aber es ist auch, warte, ist ein Zweitürer auch, ne? Ja, ja. Lass doch beide, lass einfach in zwei verschiedenen Autos fahren. Okay. Beide kommen ja da mit den Autos an, komm, okay. Oder? Ja, ja, perfekt. So. Dann let's go. So, jetzt, warte mal, jetzt müssen wir mal, huch. Geil. Jetzt müssen wir mal schauen, wo sind denn die Jungs jetzt überhaupt? Oh. Dann werden die dann mitnehmen, Junge. Wo sind die Jungs? Oder fahren die von selber mit? Oh, ich wollte gar nicht gerade ja machen. Alles gut. Ich hab. Das Ding ist halt, die müssen uns halt irgendwie hinterherfahren, weil wir können die nicht so als Geisel nehmen, weil die sind viel mehr als Giuseppe hier. Giuseppe ist beim SD gerade, angeblich laut GPS. Lass da mal vorbeifahren. Huch. Sehr gut. Oh, scheiße, das ist Brigade, ne? Scheiße. Oder? Sind das die ganzen? Ich kann's nicht erkennen. Was machen wir denn jetzt? Das sind die doch. Das sind doch unsere. Weiß ich nicht, wirklich. Bei mir sehen die aus wie Brigade oder so. Aber die haben rosane Hemden. Warte mal. Warte mal. Ich opfere mich. Das sind doch unsere. Die sollen hinterherfahren. Oh, ich war nicht, Junge. Wow. Jetzt sind wir hinten oder weiß auch nicht. Ey Mensch, wartet doch hinter. Ihr müsst uns hinterherfahren mit der Musik. Okay. Wir müssen da mit der Musik reinfahren. Das können wir doch nicht bringen. Ehrlich? Raus jetzt aus dem Scheißhaufen hier. Junge, lerne erstmal fahren, du Frau. Ist jetzt hier erster Tag der offenen Tür und au! Boah, die hat den Scheißhaufen gefahren. Tag der offenen Tür hier oder? Ja, Bruder. Hör mal auf zu hupen hier. Wie bitte? Ja, so muss, Bruder. Wir müssen immer im Beat. Raus hier jetzt, raus hier. So, ich würde sagen, ihr fahrt uns jetzt mal hinterher, ne? Nö, wir würden jetzt mal sagen, hier. Ja, ihr seid doch jetzt unsere Geisel. Ja, okay. Ah, Geisel, okay, dann einmal bitte raus. Nicht sie, nicht sie, nein, 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 nicht sie. Hallo, hallo, hallo. Entspann dich. Aua. Dann. Also, wir gehen jetzt zu 3008, ey. Okay. Also, das ist ja noch Sandy Shores, oder nicht? 81 von denen gegen 12 von uns. Ey, so ein Auto will ich auch haben. Kriegst du aber nicht. Da steht Pussycat drauf. Da steht fucking Pussy. Ja, Mann. Oh so, ihr fahrt uns jetzt mal hinterher. Ja. 2-3 Millis in meiner iCloud. Udi sieht die Story zu heiß aus. Content zu verboten, ich werd noch blockieren. Shake it off wie der Taylor Swift. Ich geb's nur hart, wenn sie Argo Gatzi. Ja, du bist besessen von meinem. Alter, Strapse! Alter! Scheiße. Ey, du, das Ding ist halt, beim Government ist gerade ein Einsatz. Überall ist eine Sperrzone. Es wird halt safe niemand kommen. Ja, was machen wir denn jetzt? Jungs, seid mal bitte leise. Bei FAB und so meinte halt Giuseppe, die wären beim Government wahrscheinlich. Wenn nicht, lass uns doch bis 0 Uhr noch warten und ich denke mal, dann wird sich das beim Government auch geregelt haben, weil da sind ja keine Sperrzonen gerade. Dann warten wir noch ein bisschen.